In diesem Video zeige ich dir, wann und warum ich meine Finger in meine Spieltechnik einfließen lasse. Ich persönlich benutze meine Finger tatsächlich nur, um Doppelschläge ab einem bestimmten Tempo zu spielen. Wo dieses Tempo liegt, muss jeder so ein bisschen für sich selber herausfinden. Die Bewegung für den Doppelschlag sieht jetzt so aus, dass ich nach dem ersten Schlag die hinteren drei Finger öffne, um den Stick zurückschwingen zu lassen, genauso wie ich das in dem Rebound-Video schon erklärt habe. Und danach nehme ich, um den zweiten Schlag zu bekommen, genau dieselben drei Finger wieder zurück in die Ausgangsposition und kriege so den zweiten Schlag. Das heißt, in einer übertrieben großen Bewegung gezeigt, würde es jetzt so aussehen: auf, zu. Auf, zu. Man sollte es auch auf jeden Fall erstmal in so einer großen Bewegung üben. Und dann, wenn man das kann, kann man die Bewegung immer kleiner machen. Und kommt dann irgendwann hier an. Ja, wo ich einfach wirklich nur ganz kurz die Finger auf und sofort wieder zumache. Das ist die Bewegung für einen Doppelschlag.